Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Michael Schrodi, ich darf heute für die SPD heute mich an Sie wenden. Ich hätte mir für heute einen anderen Anlass gewünscht, zusammenzukommen mit so vielen Menschen. Aber es ist eine AfD-Veranstaltung, es ist gut, dass so viele da sind und es ist gut und es freut uns als Organisatoren alle sehr, dass wir zum einen ein so breites Bündnis der Parteien, der Sozialverbände, anderer Organisationen zusammengebracht haben und es freut mich und uns alle riesig, dass man in diese große Menge an Leuten heute blicken kann, die alle gekommen sind und gemeinsam Flagge zeigen und sagen, wir zeigen Flagge gegen rechte Hetze hier in Gröbenzell und hier im Landkreis Fürstenfeldbruck. Danke. Ich bin 35 Jahre lang hier in Gröbenzell aufgewachsen und weiß daher, dass man relativ schnell in 5 Gehminuten in der Bahnhofstraße 3 ist. Die Bahnhofstraße 3, da stand früher ein Haus, jetzt steht dort dieses Haus nicht mehr, es ist vor einiger Zeit abgerissen worden. Ab 1923 lebte in diesem Haus die Familie Schröter. Der Vater hieß Kurt Schröter und er hat ein Tagebuch geführt, als er im Oktober 1937 endgültig und nicht freiwillig nach Amsterdam umziehen musste. In diesem Tagebuch verfasste er seine Gedanken in diesem Exil, in dem er war, und ich darf Ihnen eine kurze Passage daraus vorlesen. Er schreibt, man weiß sehr wohl, dass nicht alle einzelnen Deutschen ihrer Gesinnung nach Nazis sind. Man weiß, dass viele Tausende sich innerlich auflehnen gegen den Terror, mit dem ja in Deutschland selbst alles unterdrückt und vernichtet wird, was für anständige Menschen Voraussetzung des Lebenkönnens und Lebenwollens ist. Und aber, dass ein großes Volk solch eine Sklavennatur zeigen kann, dass es sich aus einem blödsinnigen Wüterich einen Helden und Heiligen machen, sich von einer Henkerhorde so lange unterdrücken lässt, das flößt der Welt einen unüberwindlichen Ekel und Abscheu ein. Der letzte amtliche Eintrag zu Kurt Schröter stammt aus der Schreibstube des Krematoriums Auschwitz und lautet vom Abendappell des 2. Januar 1944 zum Morgenappell des 3. Januar verstarben folgende Häftlinge, unter anderem der Jude Kurt Schröter. Der Grund für die Ausgrenzung des Gröbenzeller Mitbürgers Kurt Schröter, seine Verfolgung, die ihn von der Familie trennte und ins Exil trieb, und seine Ermordung im KZ Auschwitz, war, dass er einem anderen Glauben, dem jüdischen Glauben, angehörte. Max Mannheimer, der vor kurzem verstorben ist, und für den heute eine große Gedenkveranstaltung in Dachau stattfindet, dieser bewundernswerte Max Mannheimer, der 4 Konzentrationslager überlebte, wiederholte immer wieder 2 Sätze. Ihr seid nicht verantwortlich für das, was geschah, aber dass es nicht wieder geschieht, dafür schon. Und diese Sätze müssen unser Auftrag sein, sie heißen überall dort, wo wieder blödsinnige Wüteriche auftreten, wie hier oben ein Herr Elsässer. Und gegen Menschen wegen deren Hautfarbe, Religion, sexueller Neigung hetzen, dann werden wir da sein und sagen, kein Fußbreit den Hetzern, kein Fußbreit den Rassisten, wir stehen für Zusammenhalt, wir lassen uns nicht spalten. Und das hier ist ein tolles Signal, das wir geben heute in dieser Veranstaltung. Man muss sich mal anschauen, welche Personen sich da herholen. Elsassers Feindbilder sind zum einen die Mitbürgerinnen und Mitbürger des islamischen Glaubens, aber es sind auch unser demokratischer Staat und unsere Repräsentanten. Und ich möchte 2 Zitate erwähnen, die deutlich machen, wes Geisteskind dieser Mann ist. Für ihn ist die AfD der Stock, mit dem wir, wie er sagt, die Blockparteien, damit sind wir alle gemeint, die Parteien, die Blockparteien prügeln müssen, wie sie grün und blau sind. Und im Gespräch mit einem AfD-Politiker nach einer Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sagt er, wir müssen doch einen Weg finden, dieses Regime, damit ist die Bundesregierung gemeint, vor 2017 loszuwerden. Der Bundesverfassungsschutzbericht sagt ganz klar, es gibt auf der Rechten, und da gehört er dazu, den Diskurs und die Diskussion um gewaltsame Umsturzversuche. Und solch einen Referenten
holt sich die AfD nach Gröbenzell. Deutlicher hätte man nicht zeigen können, wo die AfD steht. Sie ist nicht eine Alternative für Deutschland. Sie ist auch nicht nur eine rechtspopulistische Partei. Sie ist eine rechtsextreme Partei und in Teilen antidemokratisch. Das müssen wir deutlich sagen. Wir wollen unsere Demokratie verteidigen. Und deshalb stehen wir. Und nur zum Schluss, was ich heute gehört habe, ein Zitat, das ich für richtig und bedenkenswert halte. Obama, der US-Präsident, ist in Deutschland und hat einen Satz gesagt, den ich für richtig und wichtig halte. Die wachsende Ungleichheit weltweit, aber auch in unseren Demokratien, bedroht die Demokratie. Menschen, die sozial abgehängt sind oder sich abgehängt fühlen, fliehen oftmals in nationale und nationalistische Scheinlösungen. Das beste Gegengift gegen braune Rattenfänger ist aus meiner Sicht eine solidarische Gesellschaft, die keinen zurücklässt und allen ein gutes Leben ermöglicht. Das ist Aufgabe von uns allen. Und es ist auch die Aufgabe aller Parteien, die heute hier sind. Meiner Partei und der Parteien aller, die heute hier sind. Dass wir nach dem Motto zusammenleben, das heute das Motto auch ist, unserer Veranstaltung Zusammenhalt, und zwar sozialer Zusammenhalt statt Hetze. Vielen Dank. Thank you.